guten Abend. Grüß euch. Ja, erzähl uns doch gleich mal, was ihr morgen in der Früh geplant habt. Ja, wie wir wissen, morgen der Kirsch ist ein 30er, unter Geburtstag. Und ja, wir haben uns gedacht, mit dem Morley eigentlich, runder Geburtstag im Trainingslager ist schon was Besonderes und wird ja gerade gefeiert. Somit haben wir uns gedacht, ja, wir versuchen das Beste und schauen, dass wir den Cash ein bisschen Geburtstag da ins Trainingslager bringen. Ja, was haben wir gekauft? Haben wir ein paar Tröten gekauft, dass wir ein bisschen Lärm machen natürlich in der Früh. Standesgemäß eine 30er Kerzen, sehr klar. Dann sogar eine Gangster-Rapper-Kette, die wird er sich umlegen. Eine Schärpe, so wie es gehört. Ein bisschen Joker. Konfetti-Kanonen, ich hoffe, das kocht so richtig. Konfetti natürlich darf nicht fehlen, aber wenn wir das Zimmer mal voll machen damit. Luftschlangen, eine Hütte, eh klar. Eine Krone für den König dann, für den Kirschen selber. Und dann Konfetti, Luftballon, ja, jedes Kind gern, Kirschen ist auch noch ein Kind. Von dem her, ja, ich bin gespannt, wie es ankommt. Ja. Wir freuen uns schon, wir sind schon blau aufgeregt, wenn wir unser Quarry noch durchgehen vielleicht. Wir haben ein kurzes Meeting einberufen, natürlich, dass der Kirschen nichts mitkriegt. Mathis Heidel kann man einbinden, der ist sein Zimmerpartner, der weiß Bescheid, wo wir ein bisschen verhandeln, wo wir kommen können. Wir haben eigentlich so mitten in der Nachtaktion geplant, aber haben uns ein bisschen verschoben, weil wir haben Spül ein bisschen ausschlafen und der macht der Kirsche wieder auch. Aber seid dabei, wir freuen uns und ja, wir werden richtig reif werden im Kirsche. Wir müssen einfach mal drin schaffen, wenn wir uns nicht Der ist hier schon runter. Der ist immer noch Jetzt ist ein Problem. Au, ey! Das ist super.